diese Radierung von Goya ist aus dem Zyklus der Disparates, der Ungereimtheiten und Torheiten. Es ist ein Werk, was erst sehr spät, nach, fast 40 Jahre nach seinem Tod, überhaupt erstmals veröffentlicht wurde. Und wir sehen hier eigentlich eine ganz unterhaltsame Szene. Wir sehen eine Gruppe von Orientalen, also maurischen Kleidung, die ihm, also den Elefanten, ein Buch entgegenhalten. Man kann es hier aufgeschlagen sehen. Er guckt auch schon ganz erschreckt, man weiß nicht genau, was lesen kann. Aber dieser Elefant, also die wilde Bestie ja eigentlich, die hier aber einen Katzenbuckel macht, guckt, glaube ich, so entsetzt, weil der Elefant auch das Schellenteil des Mannes sieht. Also hier stellt sich die Frage, soll die wilde Bestie die Verfassung lernen oder soll es zum Haustier werden, indem es sich dieses Halsband umlegen lässt? Goya belässt das im Offenen, wir können das nicht deuten, aber es ist ein Blatt sozusagen voller Originalität, voller Fantasie, sehr schön auch, wie es inszeniert ist mit diesem lichten Kreis, von dem dann eigentlich dieses Ungetüm von Elefant zu erkennen ist. Goya hatte keine Elefanten in Spanien, aber er kannte sie sozusagen aus anderen Zeichnungen und hat hier seine ganz persönliche Interpretation geschaffen. Ich finde dieses Werk ganz besonders, weil man an diesem Werk sehr gut beobachten kann, wie Goya mit der Aquatinta umgeht. Wie er eigentlich seine Gestalten, die Frau, die hier im Kerker sitzt, weil sie schwanger ist, das war damals zu Goyas Zeiten so, schwangere, unverheiratete Frauen wurden ins Gefängnis geworfen. Und sie sitzt dort und sie scheint aus dem Dunkeln heraus und die ganze ihre Kleidung nicht zu erkennen, der Faltenwurf, ihr Körper, man sieht ihren ganzen Schmerz. Es ist nicht eine Linie in diesem Blatt, es ist alles aus ganz zarten Abstufungen im Grau zu erkennen. Also es wird ganz plastisch, aber es ist eigentlich nur aus verschiedenen Hell-Dunkel-Effekten geschaffen. Und daraus, wenn man dieses Bild länger betrachtet, spürt man eigentlich als Bildbetrachter auch dieser Empfindung der Frauen nach. Also der Keller, die Öffnung hier hinten, der leichte Lichtschimmer, der uns ahnen lässt, dass dort die Tür ist und hinter dieser Tür die Welt ist. Und sie hier in der Dunkelheit eigentlich auf der Seite, wie wir Bildbetrachter. Aber wir sind ja dann doch nicht im Kerker. Also es ist ein ganz besonderes Werk.